Liebe Zuschauer, das war also die fünfte Schlichtung zu Stuttgart 21 live im Rathaus von Stuttgart. Wir haben das Ganze über 8 Stunden live übertragen. Liebe Zuschauer, Sie konnten sich das eigene Bild machen. Sie haben es gehört. Schlichter Heiner Geißler hat es gesagt. Morgen geht es um 9 Uhr weiter. Wir beginnen um 8.45 Uhr, dann geht es um das Thema Geologie, das heute Morgen ja schon anklang. Was war das für ein Tag? Was ist übrig geblieben an diesem Tag? Was waren die wichtigsten Eindrücke? Ruth Spitzenfeil und Professor Alexander Eisenkopf sind weiterhin bei mir, haben sich das Ganze ganz aufmerksam angehört. Zunächst die Frage an die Schweizer Kollegin. Sie sind ja extra angereist, um das Ganze hier aus der Nähe ein bisschen zu betrachten. Ja, was nehmen Sie denn mit in die Schweiz? Was waren für Sie die wichtigsten Eindrücke heute bei dieser Schlichtung? Ja, der Heiner Geißler hat ja so vor der Viertelstunde in seinem Vorschlusswort die Schweiz als Vorbild hingestellt und gelobt. Und ich muss das Lob zurückgeben an Geißler und die Stuttgarter. Nachdem ich das jetzt hier 1:1 mal mitgemacht habe, muss ich sagen, das ist eine Parforce-Leistung, intellektuell und auch physisch. Also das muss man erst mal aushalten, da sich dem zu stellen, die Argumente und Gegenargumente darzulegen, dem aufmerksam und konzentriert zuzuhören und dem anderen jeweils die Gelegenheit zu geben, das ist schon beeindruckend. Beeindruckt hat mich auch, ich habe mir dann mal angeschaut, das Public Viewing, also wo die Stuttgarter, die kommen ins Rathaus und sind da präsent, setzen sich dahin, zum Teil sehr lange, markieren Präsenz. Wir haben da Interesse dran, wir wollen, dass das durchgezogen wird. Und das ist schon beachtlich, was hier an Streitkultur entwickelt wurde, ja von null auf, weil es gab ja kein Vorbild. Und ich habe jetzt dank Phoenix, das uns auch noch immer nebendran über die sonstigen Geschehen informiert, mitbekommen, dass Herr Geißler einen Journalistenpreis verliehen bekommt für seine Verdienste um die Transparenz. Und es hieß dort, er habe schon jetzt Geschichte der Demokratie mitgeschrieben. Ja, das muss ich natürlich dann auch jetzt noch weisen. Das ist eine Verpflichtung. Ja, die hat er ja versucht einzulösen. Man darf ja gespannt sein, was dann dabei rauskommt, falls er einen Schlichterspruch wirklich ja, abgeben wird am Ende dieses ganzen Verfahrens. Herr Professor Eisenkopf, auch an Sie die Frage, was für Sie heute das Wichtigste? Ich würde sagen, 2 Aspekte. Zum einen, wie die Kollegin schon sagte, Schlichtung ist ein extrem schwieriges Geschäft. Ich möchte nicht in der Haut von Herrn Geißler stecken, aber auch die jeweiligen Parteien haben natürlich hier sehr hart zu kämpfen, um ihre Position zu vertreten. Inhaltlich sehe ich das Ganze etwas kritischer. Die Positionen sind ja offensichtlich sehr konträr. Auch in dem ganzen Tag wurde klar, dass man hier wirklich wie in 2 Schützengräben gegenübersteht und Argument gegen Gegenargument kontert. Was mich etwas desillusioniert hat, ist insbesondere die Tatsache, dass man das Gefühl hat, offensichtlich mit Alternativen auch in umweltpolitischer Hinsicht und in verkehrspolitischer Hinsicht sehr viel mehr bewegen zu können. Dieses Mantra der Verlagerung von der Straße auf die Schiene, was da durchscheint, und der dadurch möglichen CO2-Vermeidung halte ich aus meiner fachlichen Sicht für sehr kritisch zu bewerten. Also da ist, glaube ich, noch kritische Nachfrage auch seitens des Schlichters vielleicht noch mal angebracht, dass man hier fachlich doch etwas tiefer einsteigt. Schlussfrage an Sie beide. Wenn Sie in der Rolle des Schlichters wären, würden Sie am Ende sich trauen, würden Sie es wagen, eine Empfehlung abzugeben? Also ich denke mal, aus meiner Sicht ist es eigentlich schon jetzt nicht mehr möglich, dann einfach zur Tagesordnung überzugehen und zu sagen, ja nun, jetzt haben wir uns das angehört und jetzt machen wir das trotzdem. Das ist eigentlich nicht machbar. Ich halte es aber andererseits auch für problematisch, dass, wie das Frau Merkel ja vorgeschlagen hat, die dann gesagt hat, ja, das Plebiszit sind quasi die Wahlen im Frühjahr. Das ist schwierig, weil da wird dann alles so in einen Topf geworfen und ich muss dann eigentlich eine Partei wählen, die ich sonst nicht wählen möchte, nur weil ich als
ehemaliger CDU-Wähler, aber ich möchte halt doch nicht das Stuttgart 21. Und da gibt es halt doch offenbar eine ganze Menge. Das ist also ein sehr bürgerlicher Protest, sehr erstaunlich. Das ist nicht so die typischen Klischee-Krawallmacher. Und das jetzt zu vermischen, ist kritisch. Und ich denke, Herr Geisler zeigt ja hier eine beachtliche Autorität. Er ist ja nicht nur ein Moderator, der so dem einen und dem anderen die Stimme gibt, sondern er bringt die Dinge auf den Punkt. Er traut sich auch, so einen Standpunkt einzunehmen. Und deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er dann zum Schluss nicht irgendwo doch noch sagt, hey, wie müssen wir weitermachen? Auch an Sie diese Frage, was würden Sie machen zum Schluss? Kurz bitte, denn uns läuft die Zeit ein wenig weg. Ja, ich möchte nicht in der Haut von Heiner Geisler stecken. Er macht sicherlich hier einen harten Job und hätte wahrscheinlich auch persönlich eine Meinung dazu. Aber ich würde vermuten, dass er es nicht machen wird, dass er sich nicht dort entsprechend positionieren wird. Ich denke, das müssen die Stuttgarter im Endeffekt unter sich ausmachen und im Konsens auch mit den übergeordneten Zielen der Verkehrs- und Raumentwicklungspolitik hier vernünftig entscheiden. Ja, vielen Dank. Spätestens am Montag, den 29. werden wir wissen, ob es einen Schlichtungsspruch gibt und wie er ausfällt. Danke an Sie beide, dass Sie sich den Schlichtungsprozess für uns angeschaut haben und so analysiert haben. Kommen Sie gut zurück nach Zürich, respektive nach Friedrichshafen an den Bodensee.